Da unsere Truppen zurückgekommen sind, können wir jetzt wieder mal auf die Pauke hauen. Los, jetzt schnell, wir brauchen Armeen, 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 Armeen. Und das war alles, was wir hatten. Alle Reserven. Okay, aber wir haben Gott sei Dank noch die hier. Das ist wahrscheinlich jetzt totaler Overkill. Das wird jetzt die First Royal Army. Damit ich mich nicht immer, weil ich mich gerne vertippe, wenn ich versuche, den Namen des Planeten zu nehmen. Und C-Fi, First C-Fi Armee. Wahrscheinlich auch irgendwelche A's oder so mit reingebracht. So, die Armee sollte aber jetzt eigentlich auch ausreichen. Denn so viele feindliche Einheiten wird es ja wohl nicht mehr geben. Denn wir haben ja noch unsere Armee-Einheiten. Unsere lieben kleinen Robot-Freunde dagegen haben ja mehrere Armeen verloren beim Kampf um Jed. Also es ist noch alles offen. Ja, ja, gut. Wir können versuchen, uns was anzugucken, aber wir kriegen nur eine Niederlage. Oh, und ein Bombardement. Ach ja, und jetzt macht auch die Föderation mobil. Ja, Menschen und friedlich. Ja, dafür haben wir neue Tech einkassiert. Das einzig Gute ist, dass die Menschen hoffentlich nicht so aggressiv sind und sobald wir an ihnen vorbei sind, geben die hoffentlich Ruhe. Das einzige Problem ist, jetzt müssen wir noch dieses Doppelsystem schützen. Tinnern hier, wo beide Seiten Planeten haben. Das auf der wieder anderen Hand aber, die haben nicht viele Schiffe und es dauert eine Zeit lang, bis die hier endlich angekommen sind. Bis dahin haben wir hoffentlich endlich mal ein paar weitere Mobilisierungszentren. Und in drei Runden haben wir eben mehr Träger zur Verteidigung. Dann können wir auch die südliche Flanke besser schützen. Das ist also noch nicht alles schlimm. Wir müssen nur halt die feindlichen Flottenverbände hier ausschalten und das System hier blockieren und dann einnehmen, damit der Feind nicht ständig neue Schiffe hier nach links und rechts schickt. Die andere Flotte, die benutze ich dann halt hier unten, um das abzuwehren. Und dann unsere zusätzlichen Träger, das schicken wir dann halt mal hier rum gegen unsere neuen Freunde. Die hier. Minus 165. Oh je, was ist denn da? War einer unserer pessimistischen Botschafter zu aufdringlich oder was? Der Hass unseres Volkes auf euch wird zu stark. Wir sind von unan im Krieg. Aha, die haben ein paar neue Schiffe gebaut und halten sich jetzt für großartig. Müssen wir mal erklären. Tut mir leid, liebe Menschen, ihr habt zu viele Terminator-Filme gesehen. Jetzt müssen wir euch auslöschen. Ah ne, Moment, wir sind die Guten. Wir werden nur eure Planeten besetzen und euch dann zwangsrobotisieren. Siehst du, wir sind ganz nett. Ah ja, die haben auf begrenzter Krieg umgeschaltet. Die sind noch Frieden durch Stärke, trotz Krieg. Ah ja, genau hier. Darüber rege ich mich auch manchmal auf hier. Zwangsarbeitsdirektive ist erlaubt. Ja, ja, die Föderation. Mit ihren Zwangsarbeitslagern. Ah, na ja. Das Deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg war ja auch eigentlich eine Demokratie mit nur zufällig einer Person an der Spitze, die zufällig alle wichtigen Posten auf sich vereinte. Vielleicht ist das auch so ein Fall hier. Oh, die Vereinigung. Oh, wir sind alle die Einzigen, die Frieden durch Stärke noch haben bald. Gut, weil die Föderation hoffentlich umschalten wird bald. Andererseits sind wir jetzt noch an der Anfangsphase und Unruheprobleme haben wir nicht. Unsere Planeten sind eh alle zu schwach, um mehr als 20% für Militär auszugeben. Können wir also so lassen. Wir haben auch keine Probleme mit Nahrungsmitteln. Es werden genügend Mineralien abgebaut für Industrie und Nahrung. Weil Roboter ja Metall fressen. Aha. Ah, haben wir genug dazu. Was sagt unser Tech-Vorschritt? Noch nicht genügend neues Zugzeug da, um eine komplette Modernisierung unserer Flotte zu erlauben. Wir warten mal noch ab. Genau, weiter geht's. Ja, ja, ja. Ihr dürft darauf rumprügeln. Ein neuer Agent. Ah ja, C-Fi 3 wurde bombardiert, wieder mal. Ah ja, die Bevölkerung wird regelrecht verprügelt. Und fast alles zerstört wieder. Produktion ist doch... Ah ja, aber unsere Leute sind so gut.
Aber unsere Regierung ist so gut, die Leute sind immer noch zufrieden, obwohl sie ständig bombardiert werden von schweren Strahlenwaffen und so weiter. Und eine neue Sternenstraße zwischen zwei von unseren Systemen. Und eine neue Kolonie im Miloni-System. Ah ja, nur Meckler. Hier können wir nicht viel machen. Hier ist anscheinend unser Außenpostenschiff gelandet oder so ähnlich. Na, Regierung setzen wir noch rein. Und Industrie. Dann ist das ein kleines Außen. Hier passt einfach nicht mehr drauf. Also haben wir zumindest genügend Zeug, damit wir zumindest in kurzem Reh ein bisschen Zeit, ein bisschen was bauen können und nicht eine halbe Ewigkeit warten müssen. Wir können bald unsere Computer verkleinern, miniaturisierte Rechnersysteme. Ah gut, damit ist die Grenze weiter nach hier gerutscht. Das heißt, unsere Flotte müssen wir dann nach Miloni umleiten, um die neue Kolonie zu schützen, bis da das Mobilisierungszentrum fertig ist. Und hier ist es auch schon passiert, wir haben wieder mal eine Armee verpasst. Das ist gut, das ist sehr gut. Dann können wir nämlich die Flotte hier gleich wieder von Irra zurückschicken, nachdem wir einmal ein Vergeltungsbombardement durchgeführt haben. Und jetzt sieht so aus, als hätte sich, wenn diese Sternstraße kurz genug ist, ich teste mal das mal. Ja, mit was? Na gut. Da ich diese Fregatten jetzt doch nicht so gebraucht habe. Daraus mache ich mal irgendeine belanglose Grenzeinheit, sowas wie First Imperial Border Squadron. So. Schauen wir jetzt nämlich mal. 11 Runden. Chondote 5 Runden. Na, jetzt teste ich nicht mal, wie lang das hier ist. Und das mache ich am besten mit unwichtigen Schiffen. Okay. Darum mache ich normalerweise solche Angriffsbewegungen nur, wenn ich noch eine weitere Verbände habe, die dahinter warten können, falls sowas passiert. Nämlich schon der Feind irgendwelche Schiffe auf den Weg geschickt hat, die man nur noch nicht sehen kann, weil sie zu weit weg sind. Jetzt ist es passiert, die kommen in 2 Runden an. Und wir sind dann in der, selbst wenn wir sofort umkehren, noch knapp 3 Runden entfernt und wir kriegen wieder was auf den Döds. Das einzig Gute ist, wir haben dann allmählich so viele Militäreinheiten hier, dass wir den Feind aufreiben. Ach ja, Träger, beeilt euch. Noch 12 Runden. Ja. Falls irgendwas schief geht, habe ich ja noch Transporter für einen Gegenangriff. Na, 2 Stück. Naja, immer mehr Zeug ist unterwegs hier. Wir haben inzwischen auch noch 3 königliche Flotten. Und die Grenzeinheit hier. Wie sieht's mit den Baumaßnahmen? Oh, in 2 Runden haben wir 5 neue Träger. Gut, das ist sehr gut, weil die Schiffe brauchen wir dringend. Danach ist dann auch erstmal wieder Baupause, weil wir wieder expandieren müssen. Mal weiter geht's. Jetzt, nach den ersten Erfolgen, sind wir jetzt wieder in der Defensive, und zwar gewaltig. Naja, jetzt fällt mir es ein, das war der Guardian. Bin ich da zweimal hingeflogen? Okay, das war dumm. Das bedeutet natürlich erstmal allgemeiner Rückzug, damit wir den Scout nicht verlieren. Scroll mal raus, vielleicht haben wir Glück und sehen den Guardian, bevor wir rausspringen. Ich hoffe ja nicht, weil wenn wir ihn sehen, ist er manchmal... Ah, da kommt er schon. Aber er ist noch zu weit weg, um zu schießen. Aber hier mit dem Ding müssen wir uns später mal anlegen. Das Ding ist größer als alle Schiffe, die wir bauen können für eine sehr, sehr lange Zeit. Wir können ganze Flottenverbände ausradieren. Genau, und wir greifen jetzt mal an. Aber wir sind nicht dumm. Wir suchen uns einen Planeten an, der keine Bodenbatterien hat. Weil jetzt mit nur 4 Schiffen sind Bodenbatterien aua. Und natürlich bleibt den Schiffchen nichts anderes übrig, als hier zu bleiben, weil das ist ein Systemverteidigungsschiff. Und ansonsten, naja gut, der Planet kann halt nicht verteidigen sich. Er hat keine Anlagen, die wir angreifen könnten. Er muss also unseren Angriff ertragen. Also zerschießen wir jetzt dieses Systemverteidigungsschiff hier. Eine Korvette oder Fregatte. Das kann sich nicht lange im Kampf gegen unsere Kreuzer halten.
und explodiert auch schon. Es sind nur noch im Weltraum rumschwebende Trümmer übrig. Aber jetzt müssen wir die Flotte gleich zurückholen. Und C-Fi ist immer noch, leidet immer noch unter Bombardement. Jetzt muss ich darauf achten, dass die Bevölkerung nicht zu stark gesunken ist, sonst verlieren wir die Armee, die wir da hingesetzt haben. Okay. Das ist jetzt ein Vergeltungsangriff. Und auch wenn wir alles zerstören, was dort gebaut wurde, nur ein gewinziger Bruchteil der Bevölkerung wird von unseren Strahlengeschützen und so weiter erwischt. Wir haben also nur ein bisschen das Militär angekratzt und die Gebäude zerstört. Darum sind Bombardements am Anfang eigentlich nicht so schädlich, wenn man einen Planeten übernehmen will, statt ihn zu zerstören. Nur später im Spiel muss man daran denken. Ah ja, wir haben uns gegenseitig bombardiert. Aber das ist jetzt ja wenigstens noch nicht so schlimm. Hier wird auch schon wieder ein Verteidigungsschiff gebastelt. Quatsch. Ein Kolonieschiff, aber wir brauchen noch mehr Bodentruppen und Transporter. Machen wir mal jetzt hier hin. Und hier regionale Flakbatterien könnten eigentlich auch gebaut werden. Kite 5, wo ist das nochmal? Gelb 1, reich. Okay, gut. Naja, die Astro-Universität. Die ist eigentlich genau das, was dort gesagt wird. Wo war nochmal das Kite-System? Ah, genau. Das passt endlich mal was Richtiges. Und das Schiff kann eigentlich nicht mehr viel hin. Jetzt müssen wir warten, bis es zurück ist. Muss ich es doch durch diesen fremden Raum schicken. Du guckst mal bitte nach, was sich hier versteckt. Hoffentlich nicht mehr viel. Dann haben wir da zumindest Ruhe in der Ecke, bis sich neue Sternenstraßen bilden. Und du kommst da endlich durch. Und hier ist zumindest nichts, was uns aufhalten könnte. Noch haben sich keine feindlichen Schiffe auf den Weg gemacht von denen. Gut. Da sammeln sich allmählich die Flottenverbände wieder. 10 Schiffe. Ja gut, wir haben Irra bombardiert. Und da der andere Planet zu gefährlich ist, fliegen wir jetzt direkt wieder zurück nach Jed, um die Front abzudichten. Und da kommen auch schon wieder Transportschiffe. Na, jetzt bin ich froh, dass ich nicht alle Armeen weggenommen habe. Weil die Armee, die müssen wir jetzt wahrscheinlich ertragen, wenn wir zu lange brauchen. 2 Runden, 4 Runden. Ja, wir kommen also 2 Runden zu spät. Und hier, jetzt sind auch Transportschiffe hier angekommen. Jetzt werden also wieder 2 von unserem Planeten angegriffen. Das ist nicht so gut. Ah ja, und die dritte Flotte ist noch 11 Runden entfernt. Das einzig Gute ist, die nächste Flotte können wir gleich von hier aus losschicken. Und hier unten lang schicken, dann die dürfte viel schneller da sein dadurch. Und in einer Runde ist das der Fall. Dann schicke ich weitere Träger raus. Standard-Schildgenerator ist eigentlich schon ziemlich wichtig. Aber alleine... Nee, erstmal mehr Schiffe bauen. Losschicken. Und ich's vergesse. Eigentlich könnte die KI hier C-Fi jederzeit angreifen. Und oh oh, 819, das ist eigentlich unter dem Niveau schon. Selbst wenn die KI im nächsten Moment angreift und den Planeten einnimmt, wird sie wahrscheinlich nicht die Kontrolle über den Planeten haben. Und ich kann eigentlich in jeder Runde schon die Kontrolle verlieren. Und die erste königliche Armee wäre dann vernichtet, weil die sich mit dem Planeten auflösen würde. Und wenn ich die Kolonie zurückkriege, dann gilt die als neue Kolonie ohne diese schöne Armee, die ich hier aufgestellt habe. Also auflösen. Dann ist er nämlich in der nächsten Runde weg. Und wenn ich die Kontrolle verliere, kriege ich vielleicht mit etwas Glück wenigstens die Einheiten zurück. Und wenn nächste Runde nichts passiert, dann kriegt im schlimmsten Fall der Feind einen Planeten, der fast nutzlos ist. Und da meine Verstärkungen schon unterwegs sind und ich hier auch noch eigenen Transporter habe und Bodentruppen und so weiter, ist das nur ein kleiner Rückschlag. Aber jetzt mal weiter mit der Klopperei. Ah, jep. Hier ist wieder was los. Wir haben natürlich nichts, um unsere Flotten zu verteidigen, hier unsere Planeten zu verteidigen, also wieder schöne Niederlagen. Und jetzt landen tatsächlich Truppen auf C-Fi 3. Und wieder mal. Meine Armee hätte zwar ausgereicht, die zu zerklatschen, aber da unsere Bevölkerung so weit abgesoffen ist, wollte ich halt keinen Risiko eingehen. Wir spielen mal wieder Guerilla hier. Ah, und diesmal landen sie. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht.
Naja, unsere Luftstreitkräfte. Wundert mich auch, warum die feindlichen Schiffe die nicht abschießen. Aber vielleicht machen sie das ja und darum hat unser Bombardement auch keinen Effekt. Im Prinzip kann unsere Miliz nicht viel machen, außer vergeblich zu versuchen, sie aufzuhalten. Aber wir verlieren schon ein Gebiet nach dem anderen. Das sieht schlecht aus. Das sieht sehr schlecht aus. Oh oh, unsere Miliz kollabiert da unten schon. Sieht so aus, als müssten wir den Planeten zurückerobern. Ah ja. Der Feind hat leider auch Luftstreitkräfte. Ja, hat ja sogar Raumstreitkräfte. Und da hat es unsere Miliz erwischt. Ja, den Planeten haben wir verloren. Okay, das einzig Gute ist, wenn der Feind nicht schnell neue Bevölkerung dahin geht, die Bevölkerung wird massakriert werden. Oh, das klingt immer so schön dramatisch, aber wenn das wahr wäre, dann würden sich Invasionen ja natürlich nicht lohnen. Da könnte man auch draufhalten mit den Kanonen. Ah ja. Der Planet wurde aufgegeben, die Paitianer haben ihn eingenommen. Und ein anderer Planet wird bombardiert. Aber dafür haben wir massenhaft Träger jetzt hergestellt. Und anschließend erstmal mobile Infanterie. Und, ah ja, das wurde auch gleich mitgebaut. Okay, wir haben unsere Truppe wenigstens rechtzeitig zurückgeholt. Wir hätten zwar jetzt die Invasion zurückschlagen können, aber ich hätte vielleicht auch die Armee dazu verloren. Den Planeten können wir später zurückholen. Die Bevölkerung ist durch die Kämpfe noch weiter abgesoffen. Und es ist eigentlich ein seltenes Wunder, dass da überhaupt noch, dass das Ding nicht inzwischen zurückgefallen ist und neue Kolonieschiffe benötigt. Das Gute ist natürlich, da der Feind hier erstmal den Weltraum kontrolliert, ist es gut, dass er noch die Kontrolle hat. Weil sonst würde er seine eigenen Kolonisten-Raumschiffe wahrscheinlich schneller dahin kriegen als ich meine Kampftruppen. Ja, los. Die dritte königliche Flotte ist auf dem Weg zur Grenze. Und wir rasen hier gerade zurück, um die Transporteinheiten hier alle zu vernichten. Jed hat Gott sei Dank eine viel größere Bevölkerung gehabt. Und die durfte sogar in der Zwischenzeit wieder etwas anwachsen, so. Da sieht man die Nutzlosigkeit der Anfangswaffen. Trotz der ständigen Bombardierungen und zwei Invasionen ist die Bevölkerung größer als vorher. Und wir machen die dann fertig. Und hier sorgen wir dafür, dass das nicht nochmal passiert, dass eine Flotte uns so überrascht. Und stopfen hier diese Lücke, bevor sie sich auftut. Hier hat sich noch nichts in Bewegung gesetzt und wir haben ja Gott sei Dank die beiden Kolonien hier, um uns vorzuwarnen. Und wir haben 5 Träger. Diesmal können wir schneller reagieren. Mal sehen, rechts für eine Flottille könnten wir, aber wir haben keine Begleitschiffe. Also lassen wir es auf eine Schwadron. Und das wird die... nennen wir das mal Carrier. Ah, gut, ist ein bisschen. Ich wollte königliche Carrier Group. Carrier Group. Ah, wir haben schon genug Royal Einheiten. Nehmen wir das First Imperial CG Carrier Group. Weil ja nichts anderes als Träger hier sind. Und du fliegst diesmal hier lang. 16 Runden. 14 Runden bis da. Ja, ich bin sicher, das ist eigentlich viel schneller. 8 Runden bis hier. Vor allem, weil wir hier wieder zurückfliegen müssten. Ja, manchmal will einen die KI mit sowas ärgern. Ja, mit denen sind wir eh im Krieg. Und die Träger sind ohnehin fast unangreifbar in dieser Phase des Spiels. Also können wir hier die Menschen wieder ein bisschen ärgern und unsere Schiffe durch ihr System lotsen. 4 Runden für die ganze Strecke. 2 Runden bis hier. Es wären 10 gewesen. 12. Naja. 12 Runden. 14 Runden. Naja. Die KI ist selbst in so einfachen Dingen wie den korrekten Kurs zu berechnen manchmal nicht zu gebrauchen. Das einzig Gute ist, dass die Feinde auch, wenn sie die wenn ich auf höchste Schwierigkeitsstufe gestellt habe, die leiden unter demselben Problem, weil es auf der anderen Seite keinen Menschen gibt, der gegensteuern könnte. Allerdings bei so simplen Sachen wie dieser Doppelinvasion hier, naja, da müssen wir jetzt Gegenangriffe durchführen.
Und hier müssen wir bald aufpassen, weil diese Flotte wird sich wahrscheinlich demnächst wieder in Bewegung setzen. Und bis dahin müssen wir hier die Front endlich abgesichert haben. Und wir brauchen mehr Bodentruppen. Aber zurzeit sieht noch alles gut aus. Mal weiter, ey. Der Krieg geht weiter. Jetzt sind ja schon 8 Schiffe. Aber die bombardieren lieber, statt Bodentruppen abzusetzen. Langsam kriegen wir auch wieder Gleitschiffe. Ach ja, so viele Militärschiffe hier. Aber ich brauche Transporter. Systemregierung sitzt, das ist ja alles da. Das ist immer eine Falle für den Fall, dass wir das umsetzen wollen. Darum ist das offen. Aber wenn wir es tatsächlich bauen, dann vernichten wir natürlich den alten. Es wird später ein Problem, weil er haufenweise Systeme hat und jetzt nicht weiß, hat die KI ja schon gebaut. Oder ist das noch nicht vorhanden? Hier machen wir das mal. Oh, mobile Infanterie. Bodenbatterien wären auch mal ganz nützlich. Kolonistenraumschiffe. Bei unserer Hauptwelt. Ja, alles. Oh oh, der imperiale Regierungssitz wurde gesprengt. Und Unruhen werden verbreitet. Ich hoffe, unsere Spione machen jetzt mal das besser hier. Autsch, das wird unserem Imperium jetzt wehtun. Das waren wahrscheinlich die Menschen. Mordant 5. Jetzt muss ich hier mal mir selbst wehtun. Dann nämlich der Regierungssitz wird dann in den nächsten Runden automatisch gebaut werden. Und falls nicht, beschleunigen wir das hier mal. Damit verlieren wir den schon mal für 6 Runden. Jetzt müssen wir natürlich 6 Runden warten, bis er wieder da ist und ich euch zeigen kann, was wir tatsächlich verloren haben durch seinen Verlust. Im Prinzip muss unsere Regierung jetzt in der Garage sitzen und von dort aus regieren. Okay, 13 Runden. Ich gebe zu, das ist eine Sternstraße, die ziemlich nutzlos ist, weil die einfach viel zu lang ist. Wenn wir später schnellere Triebwerke haben, können wir die Strecke auf normalem Weg viel schneller zurücklegen. Okay, die ist in 7 Runden da. Und dann weitergeleitet zum Kriegsgebiet. Dann 2 Runden da und ja, die Flotte ist schon unterwegs. Genau wie unsere Flotte hier. Jetzt wird's heftig. Hier wird nicht mal mit niemandem geredet. Und wir haben haufenweise Spione. Mal sehen, wir von denen hatten eigentlich noch Glück. Na gut, selbst von denen haben wir leider nur einen. Wir kriegen auch einen Intrigant bald. Wir können ja mal spaßeshalber gucken, ob wir eine oder zumindest eine Waffenruhe kriegen. Wir erörtern eine Waffenruhe. Ja, die bauen weiter ihre Militär auf. Und wir können weitere kleine Vorteile bald kriegen. Das wird hier gegen unsere bürokratische Belastung helfen. Die Astro-Universität erhöht auf jedem Planeten massiv um 40% Forschung und Nahrungsproduktion und Rohstoffproduktion und Produktion überhaupt. Ist also unheimlich wichtig und wird von mir auf so vielen Planeten wie möglich gebaut werden. Und die erweiterte Eignung, die wird uns Geld bescheren, zusätzlich von der Industrie. Und Nachschub, aber das dauert noch eine Weile. Das dauert noch eine Weile. Ah ja, hier sind wir auf Stufe 17. Das ist gerade alles leer. Stufe 17 ist fast fertig und dann kriegen wir endlich eine neue Waffe und anschließend auch einen neuen Schutzschirm, einen stärkeren. Und sobald wir hier angekommen sind, müssen wir unsere Flotte wieder modernisieren. Und dann haben wir hoffentlich auch schwere Kreuzer. Damit wir auch gleichzeitig größere Kampfschiffe für unsere Hauptflotte machen können. Aber zurzeit hängen wir erstmal so und müssen die Invasion zurückschlagen hier. Ah, jetzt sind noch schon 12 Schiffe hier. Ah ja. Ah ja. Der Feind landet wieder Truppen. Und unsere stolze Infanteriearmee hier. Ah ja. Ah, nee. Wir versuchen erstmal, den Feind mit einer flexiblen Defensivdoktrin abzufangen. Ach, da, hier passiert mal wieder nichts. Na gut, dann kann ich das hier auch mal beschleunigen.